Das verschollene Buch Enki von Zacharia Sitchin ist Teil seiner Reihe Die Chroniken des Planeten Erde, die eine spekulative und umstrittene Version der menschlichen Geschichte präsentiert. Im Buch behauptet Sitchin, dass die sumerische Zivilisation von außerirdischen Wesen namens Anunnaki gegründet wurde, die, wie er glaubt, von einem Planeten namens Nibiru zur Erde gekommen sind. Laut Sitchin erschufen die Anunnaki den Menschen als Sklavenrasse, um Gold für sie zu gewinnen. Enki, einer der Anunnaki-Führer, wird als eine wohlwollende Figur dargestellt, die den Menschen hilft und ihnen verschiedene Fähigkeiten beibringt, einschließlich Landwirtschaft und Medizin. Sitchin behauptet auch, dass die Anunnaki für viele der wichtigsten Ereignisse in der menschlichen Geschichte verantwortlich sind, wie zum Beispiel die großen Überschwemmungen, die in den antiken Mythologien beschrieben werden, sowie mehrere technologische Fortschritte. Sitchins Theorien wurden von der wissenschaftlichen Gemeinschaft weitgehend kritisiert und werden von den Archäologie- und Geschichtsbeweisen nicht unterstützt. Viele Experten argumentieren, dass seine Interpretationen antiker Texte hochspekulativ sind und dass seine Ideen über extraterrestrische Interventionen in der menschlichen Geschichte von keiner glaubwürdigen wissenschaftlichen Beweislage unterstützt werden. Zusammenfassend präsentiert das Buch von Enki eine hochimaginative und umstrittene Theorie über die menschliche Geschichte, die von der wissenschaftlichen Gemeinschaft nicht akzeptiert wird. Obwohl es eine unterhaltsame Lektüre sein kann, sollte es nicht als zuverlässige Quelle für Informationen über die menschlichen Ursprünge und Geschichte angesehen werden. Die 10 Kernaussagen von Sitchins Buch sind: Die Sumerer wurden von Außerirdischen namens Anunnaki gegründet, die von einem Planeten namens Nibiru zur Erde gekommen sind. Die Anunnaki erschufen den Menschen als Sklavenrasse, um Gold für sie zu gewinnen. Enki, einer der Anunnaki-Führer, war eine wohlwollende Figur, die den Menschen half und ihnen verschiedene Fähigkeiten beibrachte. Die Anunnaki sind für viele wichtige Ereignisse in der menschlichen Geschichte verantwortlich, einschließlich Überschwemmungen und technologischer Fortschritte. Die menschliche Geschichte und Mythologie enthält viele Anspielungen auf das Vorhandensein der Anunnaki. Die Anunnaki haben einen direkten Einfluss auf die menschliche Evolution und Kultur. Ein Krieg zwischen den Anunnaki hatte Auswirkungen auf den Verlauf der menschlichen Geschichte. Die menschliche Rasse ist ein Hybrid aus Anunnaki und Urmenschen-DNA. Eine neue Anunnaki-Invasion könnte in der Zukunft stattfinden. Die Anunnaki und ihre Geschichte können als Schlüssel zum Verständnis der menschlichen Geschichte und Zukunft dienen. Das Buch bietet viele interessante Denkanstöße, obwohl, oder gerade weil Sitchins Arbeiten in der Mainstream-Archäologie kaum Anklang gefunden haben. Viele Ereignisse, die in dem Buch geschildert werden, decken sich mit biblischen Ereignissen, so kann man als Leser auch ganz einfach seine eigene Timeline zu den Geschehnissen unserer geheimnisvollen Zukunft zusammenstellen. Nach den ersten paar Seiten, die es braucht, sich an den Schreibstil zu gewöhnen, wird man sehr schnell in eine faszinierende, alternative Darstellung unserer Menschheitsgeschichte gesogen und der Lesefluss will nicht abreißen. Das verschollene Buch Enki von Zacharia Sitchin erhält von uns ganze 9 von 10 verschollenen Steintafeln. Das Buch ist auf Amazon erhältlich und kann über den Affiliate-Link in der Beschreibung bestellt werden.